Fahrwest. Er ist für mich ein ganz besonderes Pferd. Fahrwest ist hier vorne. Fahrwest ist hier deutlich vorne. Souverän, überhaupt nicht zu gefährden. Fahrwest, meine Damen und Herren, gewinnt hier diese dritte Tagesprüfung in Straubing. Sehr überlegen. Vorne ist es die One Horse oder auch One Man Show, ganz wie Sie wollen. Far West und Seppi Franzl, da muss er eigentlich nur noch auf dem Markt bleiben und das Pferd bei Laune halten. Dann ist ihm der Sieg nicht mehr zu nehmen für 16 für 10. Ein hochüberlegender Erfolg, der zweite in dieser Saison für Far West und Seppi Franzl. Und jetzt marschiert er hier einem Treffer entgegen. Far West in der Distanz ganz, ganz souverän voraus, holt sich hier den Far West führt hinter der Super Pro, Root Perfect an der Außenseite vorne, aber ist Far West mit Seppi Franzl gut gefährdet. Far West an der Spitze, souverän voraus, Provenzano kämpft mit Nascho um den zweiten Platz, aber Far West Luther unangepasst, holt sich den Sieg vor Provenzano. In zweiter Position Melis Bär, die kommt jetzt mächtig auf Tour. Und ganz außen Far West, Labalat an der Spitze. Labalat mit dem Vorteil außen kommt. Far West, der wird immer schneller. Und Far West macht's mit seiner Klasse gut hier. Holt sich den Sieg. Far West an der Außenseite drückt auf das Tempo. Geht jetzt hier vorbei. Far West übernimmt die Führung. Zofrante Clarisse scheint hier geschlagen zu sein. Amicus kommt hier nochmal auf, aber vorne bleibt Far West, meine Damen und Herren. Gewinnt hier diese Prüfung. Omega Man scheint hier geschlagen zu sein. Far West kommt mit der Führung auf die Zielgerade. Far West ist hier vorne. Ganz außen kommt jetzt Golden Future. Golden Future mit mächtigem Speed. Far West, Golden Future an der Außenseite. Far West, Golden Future. Far West und Far West rettet sich ins Ziel. Und so ist Far West vorne. Und Far West ist vorne und bleibt wohl auch vorne. Der Zucker findet nicht die freie Fahrt oder doch noch. Spät kommt Zucker frei, aber das ist zu spät. Da ist Far West schon im Ziel. Aber Far West, der hat den Vorteil, führt hier vor Gold Future. Der versucht den Schlussangriff. Gold Future wird immer schneller. Far West, Golden Future kommt aus dem Far West im Vorteil. Golden Future wird schneller, aber Far West, der hält's aus bis zur Linie, kommt hier immer weiter nach außen. Aber holt sich den Sieg. Aber Far West hier mit der überlegenen Führung ist ja sehr souverän. Überlegen, ja, überhaupt nicht zu gefährden. Far West gewinnt hier ganz leicht. Ich bin unglaublich dankbar, dieses Pferd pflegen zu dürfen. Er überzeugt jeden mit seiner total coolen Art. Und ja, ich liebe meinen Moppi einfach. Den Sieger aus. Ciao.